Hatten wir New York. Die notwendigen Inhalte sind nicht installiert. Um auf diese Inhalte zuzugreifen, installieren Sie bitte New York. Was ist das hier? Expansion Pass. Erhält zwei Erweiterungspacks, die Ihnen neue Missionen, neue Schauplätze, neue... Ja, deine Mutter, neu. Ja, aber was? Hier steht nicht, was das bringt. Wir haben hier Hitman 2. Und es gibt 38 DLCs. Von Hitman 1, von Hitman 2, Game of the Year Edition. Dann gibt es einen Expansion Pass. Und es wird so schlecht... Das kann doch nicht sein, Alter. Und jetzt gibt's hier einen Expansion Pass für 40 Euro, wo einfach nur steht, ja, neue Mission, Alter. Hitman 2 New York DLC. Dieses Produkt benötigt zum Spielen die Steam-Version des Hauptspiels Hitman 2. Ich kann's nicht kaufen. Ich kann's nicht kaufen. Ey, das sind aber dieselben Bilder wie auf dem Expansion Pass. Hier. Das heißt, ich kann New York nur erlangen, indem ich 40 Euro für diesen Expansion Pass reinknall. Ich kann mir das nicht separat holen. Und wenn ich hier auf Steam gehe, bei der Auflistung der DLCs, dann steht auch einfach New York not available. Das ist doch dumm. Ich mach das jetzt. So, jetzt bin ich gespannt, ob New York jetzt verfügbar ist. Ah, Season Pass, 40 Euro. Obituaries for all three have appeared online. Accidental death, heart failure, lung cancer. They're covering their tracks. Faster than I thought. The partners are transitioning between identities. But everything is so recent, the Milton Fitzpatrick bank records will still be intact. We've confirmed that the partners have active accounts there. However, the bank's records are remotely updated on a frequent basis. We may only have hours before any leads that could get us the new identities of the partners are gone forever. Okay, one more time. We break into the vault, extract the hard drive rack, and eliminate the director on the way out. We. You. Good luck, 47. New York. USA. Na gut, also krasse Bank, krasse Glatze. Ich. Beschaffen Sie sich den Datenkern aus dem Tresorraum alternativ Sicherungsdisks. Ja, okay, ja, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns wie immer erstmal um. How are you? Yeah, I am so great and rich. Ja, mach da mal gut sauber, da sehe ich noch was. Oh, was ist hier? Darf ich hier rein? Hi there. Huhu, das war knapp. Wird man auch nicht gewarnt, ne? Was haben wir hier für Werbung? Ja, gut. Oh, I'm sorry. You really look like her. Have a good day. Ruby Red, famous muckraking investigative journalist, is in the bank. Known for her fierce skills at digging up dirt and her excellent nose for scandal, she's definitely up to something. Might be worth following her around the bank, 47. Geht klar. Teddy, it's me. I'm at the bank now. I still haven't been able to make contact with the informant. I will find that report one way or another. This will be the story of the year. I'll email you the documents as soon as I have them. Gehen Sie der Sache mit dem Whistleblower nach. Hey, how you doing? Hey, halt's Maul. Yeah, I can't let you. You are trespassing. Was? I'm glad we speak the same language. Okay, ich brauche auf jeden Fall so eine Wachmann-Uniform, denke ich. Schön ein Abstechen. So, wer ist denn hier? Wer ist hier drin? Scheiße. Ich könnte überfluten. No. Oh no, you don't! Oh doch! Doch! Du Opfer! So. Oh, die hat auch Schlüssel bei sich. So, hier liegt zwar ein bisschen Blut, aber das ist ja nicht schlimm. Die da in ihrer Kammer, die bleiben da hoffentlich. Was? Wischt die das Blut weg? Excellent. Excellent. So, kann ich jetzt hier rein? Tatsache, mit dem Schlüssel. Hallo. Could you buzz off? Wer sind wir denn? Bankräuber? It would be really great if you just left right about now. Geht so ein Wachmann in den Raum, wo zwei Bankräuber sind und die sagen, kannst du bitte rausgehen, Allah? Ich würde halt gerne wissen, wie ich hier mit denen
Soll ich mich mal verkleiden? Moin! Oh, no! Whoa. Get out of the way. I'm getting the guards to deal with this evolutionary leftover. That's normal, okay? Also ich habe das Gefühl, der Bankräuber holt gerade die Wachmänner. Okay, dann laden wir mal. Zurück zum Whistleblower. Keys with me here on my desk. Hell, I can even see the Tertullus from here, but... Finden Sie einen Schlüssel für das Schließfach. Okay, gehen wir wieder runter. Also, das ist die Whistleblowerin von der Troller mit den roten Haaren. Es gibt irgendeine Akte, die sie braucht, die man jetzt finden kann, Alla. Darf ich hier rein? Ehre. So. Shit! Tja, wie komme ich da jetzt rein? Oh, sie haut rein? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Schlüssel für Schließfach. Finden Sie die belastenden Beweise? Naja, dann gehen wir mal in den Keller. Hm, that's the head of security here. Mateo Perez. He'll be holding one of the three backup data disks. Soll ich den weglatzen? Have a nice day. Ja, du nicht. Were my instructions not clear? No, I just... No, it's just us here, so I didn't... Didn't think? That's obvious. Nobody talks about this out here. You understand me? Their stock is very sensitive. Da hat er dir aber die Meinung gegeigt, Willi. Ja. Brauchst du mich gar nicht jetzt so angucken. So, darf ich hier mal rein? Ja, danke. Ich muss hier was untersuchen. Oh, der hat einen Schlüssel. Geldtransport. Das ist ein abgelenkt. Zugeschlagen. Ein Stapel Papiere mit Unmengen an belastenden Beweisen. Offenbar sind Direktorin Severest und Fabian Mann, der Chef der Buchhaltung, sehr leichtsinnig mit dem Geld der Bank umgegangen. Diese Informationen können dem Ruf der Bank erheblich schaden, wenn sie öffentlich zugänglich gemacht werden. Geben Sie Ruby Red die Akten. This is the Vault 47. The data core should be behind that large steel door. Krass, Alter. Hier brauche ich eine Schlüsselkarte. Alter, wir schreiten hier. Ich gucke fern, oder was? Lol, IT-Büro. Guck mal, hier liegt noch ein Schlüssel. Hausmeisterschlüssel, Ehre. Oh, eine Getränkedose, geil. Ein Cheeseburger, wie geil. Was hier? IT-Nachricht. A notice from the bank's head of security mentions that the building suffers from unstable Wi-Fi. If the connection fails, IT have full access to the director's office and computer. Machen wir mal, wa? So, Hausmeisterschlüssel, damit müsste es ja aufgehen. Machen wir mal hier zu. Ja, dann mache ich jetzt erstmal hier das hier aus. WLAN im Büro der Direktorin deaktiviert. Fangen Sie den IT-Mitarbeiter ab und verkleiden Sie sich als er. Warte mal, ich habe doch hier so einen Cheeseburger. Und Fisch noch hinterher. Verkleiden. So. Sicherheitsschlüsselkarte. Alter, ich habe jetzt die Schlüsselkarte. Alter, Cheeseburger. Ja, dann geht's jetzt hoch. Ich fix mal das WLAN. I hit every quarter they threw at me. How could you? Wieso wurde er hier gefeuert? Hey, how are you? Ah, scheint's noch gut zu gehen. Aktienmarkt. Oh, was hier? Ah, das Kündigungsschreiben. One of the investment bankers at Milton Fitzpatrick is facing termination. He's got a private meeting with Director Savalas and has been told to register at the top floor reception. Well, terminations are your specialty, 47. Kann ich jetzt einfach hoch? Oh. CEO. Das muss sein. Shit, hier ist ja gut was los. Oh, eine Geige. Die nehmen wir mal mit. Untersuchen Laptop-Direktorin. Dürfen wir das? Wir sollen ja hier ein paar Sachen fixen, ne? Der Kalender der Direktorin. Ein Blick in den Tagesplaner verrät, dass sie ein Meeting mit Fabian Mann und Mateo Perez anberaumt hat. Und zwar gegen Geschäftsschluss. Es sollte aber möglich sein, es nötigenfalls vorzuverlegen. Dann sind alle drei auf einem Fleck. Ich will die jetzt auch nicht einfach billig umbringen. Also ich glaube, unten im Tresor Scheiße zu bauen, erscheint mir geiler. Wir gehen jetzt als erstes mal zu der Reporterin und geben ihr alles, was wir haben. Is that what I think it is? Bitteschön. Yes.
Just make sure the information will be put to good use. Oh, you can bank on that. Wir gehen jetzt erstmal wieder runter und öffnen den scheiß Tresor, denn wir sind von der IT. So, hier sind Wachen, eine Menge. Boah. Oh, lol, hier ist ein fetter Schacht. Kann ich die weggasen, Alter? Chloroformflasche. Vergiften. Chloroform. böse. Klimaanlage einschalten. Ah. Oh, shit. Warte, jetzt mache ich die mal aus. Kann ich jetzt rein? Ehre. So, Sicherheitsschlüsselkarte. Dann verkleiden wir uns einmal. So ein Typ, Alter. Ah, dann zerstören wir mal die Beweise. Wenn wir schon mal da sind, ne? So, was ist das hier? Fehlende Schlüsselkarte, sonst könnte ich das öffnen. Aha. Oh, hier ist das Schließfach. Ah, ah. Ah, und da ist die Tresorraumschlüsselkarte drin. Und die öffnet jetzt. Ja, dann machen wir auf den Bums. Juckt einfach die da hinten auch gar nicht. Alter! Great work, 47. You now have access to the vault. Tresorraum, Sicherheitssystem. So. Dann schauen wir uns mal um. Haben wir jetzt alle Zeit der Welt? Ich hoffe. Oh, ein paar Goldbarren. Was haben wir hier? Begräbnisdolch. Kaiserliches Filigranei. Ah ja. Datenkern auswerfen. Good work, 47. That's the evidence secured for now. Hä, wohin damit? If anyone sees you with that rack, my guess is you'll draw a lot of unwanted attention to yourself. Okay, und wie soll ich jetzt mit dem Ding raus? Ja, warte, dann tue ich den erstmal hier hin. Und jetzt gehen wir hoch und machen die weg. Das Vorstellungsgespräch, fristlose Kündigung. Wir gehen jetzt zu dem Typen und werden uns jetzt der verkleiden. Die Frage ist, wie? I hit every quarter they threw at me. Oh, ich kann hier das Wasser vergiften. Wenn das hier schon so steht, ne? Easy. Wusste ich. Oh, make way, people. Gotta find a bathroom right now. Junge, ist immer so unbelohnt, wie ich die Leute wegmache. Ja, dann gehen wir hoch. Wir werden ja jetzt gefeuert. Mr. Jackson, have a seat, please. Okay. Tell me, do you knit those sweaters yourself? Or does your wife do that? Alter, wie Ober. Needs a hobby, Miss Savalas. Guard, so. Leave the room. I need a moment alone, Mr. Jackson. Was soll denn der Front hier mit meinem Pulli? I'm pleased to inform you. Ich will mich halt wegen meinem scheiß Pulli kündigen, Alter. Niemand beleidigt mein Pulli! Blöde Kuh, Alter. Eine Sache fehlt noch, muss ich sagen. Darf ich mal? What happened? Keine Ahnung. Super. Oh. Ehre. Oh, da passt ja gerade so durch. Krass. Ja, also ich muss sagen, unabhängig jetzt davon, dass Hitman 2 ja allen Spaß macht, euch, mir, so, ja. Was die für einzelne Missionen an Geld verlangen, ist eine einzige Frechheit. Ich habe mir das jetzt auch echt nur gekauft, damit ich euch halt die Videos ermöglichen kann, weil wir sonst keine Mission mehr haben. Bis zum nächsten Mal.